Wettershow. Und heute starte ich mit einem Sprichwort in das Wetter, nämlich November kalt und klar, wird mild und trüb der Januar. Na, da sind wir mal gespannt. Kalt wären die Tage in den vergangenen Tagen schon gewesen, aber in Tirol nicht unbedingt. Da hatten wir die gesamte Woche über immer bei 17, 18 Grad. Ich bin schon gespannt, wie der heutige Tag wird, ob hier ebenfalls die 18 Grad am Thermometer stehen. Auf jeden Fall werden wir dieses Bild auch heute wieder bekommen in den Bergen. Sonnenschein pur und blau. Himmel, denn hier haben wir die Hochnebelfelder nicht. Anders schaut es hier in der Südoststeiermark aus, in Klöch, denn hier ist immer auch der Nebel mit dabei, ebenso in Eisenstadt. Aber wir sehen auch hier schon ein bisschen die Auflockerungen, denn heute kann auch hier endlich die Sonne durchbrechen. In den kommenden Tagen ist dann die Chance noch größer. Jetzt der Blick nach Europa. Und hier haben wir dieses Hochdruckgebiet, das befindet sich immer noch hier in Mitteleuropa. Aber vom Westen her kommen Tiefdruckausläufer schon langsam nach Frankreich hereingezogen und die können dann auch in den nächsten Tagen bei uns dann natürlich nächste Woche dann auch ein bisschen das Wetter beeinflussen. Aber heute haben wir sehr stabiles Wetter. Sie sehen es auch wieder an den Kartenbildern. Viel Sonne und die kehrt nun überall zurück. Also auch bei uns im Norden, im Osten und auch im Südosten, da haben wir die Chance heute wirklich auf Sonnenschein. Die Temperaturen wieder sehr angenehm für November, vor allem hier im Bereich Innsbruck 18 Grad, Liezen 17 Grad, Linz diesmal auch bei 13 Grad. Also hier haben wir auch eine Wetterbesserung, was die Temperaturen angeht. Und bitte, was möchte man zu diesem Bild sagen, außer Bilderbuchwetter. 17 Grad im Westen am Nachmittag bzw. am Abend kommen dann schon ein paar Wolkenfelder durch, aber die verdecken vielleicht kurz die Sonne und ziehen dann wieder weiter. Im Osten, da haben wir heute auch ein viel schöneres Bild als die vergangenen Tage, vor allem was die Temperaturen angeht. 13 Grad Tageshöchstwerte und die Sonne, die kann nun wirklich immer mehr durchkommen. Gestern schon am Nachmittag auch in Wien, erste Sonnenstrahlen, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Wir kommen nun zum Ausblick auf die nächsten Tage. Und da haben wir für Sie 15 Grad morgen, also perfekt zum Wochenendstart. 15 Grad ebenso am Sonntag. Dann am Montag eine kurze Wetteränderung mit Temperatursturz auf nur 8 Grad. Und auch Regenschauer können mit dabei sein. Aber Sie sehen, es wird dann gleich wieder besser. Und dann haben wir wieder 17 Grad. Also sensationelle Ausblicke, die wir haben. Der Osten in dem Fall auch sehr schön. Morgen 15 Grad und dann am Sonntag auch 10 Grad. Aber die Sonne ist da. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, hinauszugehen, in den Park zu gehen, in den Wald zu gehen oder auch eine Radtour zu machen, wenn man sich ganz dick einpackt. Und am Montag dann wieder ein bisschen eine Wetterveränderung, aber ich hätte es gesagt, wir genießen einmal jetzt die sonnigen Aussichten und ja, sagen einfach ein wunderschönes Wochenende bevor. An dieser Stelle eine kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück.